Und du willst nichts von dem Ring wissen. Aber ja, weil ich es vorhin angesprochen habe mit den Nordreichen, fahren wir noch mal. Seid gegrüßt! Bitte erzählt mir etwas über die Nordreiche. Als Nordreiche bezeichnet man die Länder im nördlichen Teil Fiaras. Dazu gehört in erster Linie das Reich Nortanda, der einstige Sitz des Imperiums. Nortanda ist heute mehr eine Art loser Zusammenschluss der vier überlebenden Fürstenhäuser. Das Reich der Hohenmark, das südlich der Düsterlande liegt, hat seine Grenzen geschlossen. Wir wissen nicht, was da vorgeht. Aber nicht nur Menschen leben in den Nordreichen. Die Zwerge haben ihre beiden großen Städte Windholm und Fastholm. Von den Elfen existiert nur noch die Siedlung der Eloni. Weiter im Osten, hinter dem Wildlandpass, liegt das Orkreich Gruk, das von den Orks der Sharok beherrscht wird. Südlich davon leben die Dunkelelfen in ihren Obsidiantürmen. Ihr Reich nennen sie Lar. Ja. Jetzt wissen wir es nochmal genau. Also Dunkelelfen in Lar, wo wahrscheinlich das Nachtflüstertal dazugehört. Und die Orks in Sharok, mit denen wir bis jetzt nicht viel zu tun hatten, glaube ich. Denke ich mal. Gut, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Also unser Inventar ist leer und aufgeräumt. Dann können wir uns zurück zur Feste der Eisernen porten. So, hier ist tatsächlich alles dunkel, bis auf ein paar wenige Flecke, wo ich Units hatte. So, dann schleichen wir uns nochmal am eisernen Seenspiel vorbei. Und der sieht schon krass böse aus. So, aktivieren das Heldenportal und rufen unsere Helden ein letztes Mal. Das Heldenmonument. Und rufen ein letztes Mal unsere Helden. Ja, und da oben wartet bereits das Zeitportal des Dunklen auf uns. Was auch immer er genau vorhat. Und ja, ich habe einen Helden vergessen. Also ja, der Pfand der Götter. Vielleicht bringt der mir im Kampf gegen den Seelenschmied Glück. So, das heißt, wir speichern ein letztes Mal in diesem Playthrough. Order of Dawn. Let's play. Ende. Schreiben. Auf mein Kommando. Vorwärts. 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 Folgt mir. Für die Freiheit. Und dann zerstören wir erstmal den dunklen Kristall hier. Auf mein Kommando. Sie sind überall.
Oh, das wird ihm nicht schmecken. Auf mein Zeichen. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Bereit und los! Zur Ehre Raunirs! Runenkrieger, zu mir! So, dann zerstören wir noch seinen zweiten dunklen Kristall. Hier, sofort! Schlagt sie zurück! Für die Schlagt Freiheit. Sie zurück! Wird Schließt sofort ausgeführt. Reihen. Ja, kämpft, Männer! So. Feindlicher Angriff! Der Seelenschmied selber ist gar kein Problem mehr. Schlagt sie zurück! Auf mein Kommando! Mir nach! Für den Orden! Schließt die Vorsicht, Reihen! Gegner! Haltet durch, sind überall. Männer! Okay, wir müssen in ein zweites Mal. Haltet durch, Männer! Standhalten, Männer! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Kämpft, Männer! Haltet durch, haltet Männer! Durch, Männer. Durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! So, der Seel. Okay, der Seelspiel hat nochmal einen guten Erfahrungsbonus mal gegeben. Und damit geht es zu Ende. Ich halte die Klappe, während wir uns das Auto ansehen. Roan, ihr! Aber was? Erstaunt mich zu sehen, Ruhenkrieger. Mir scheint, ich habe euch unterschätzt. Ihr seid weit gekommen. Zu weit. Das kann nicht sein. Wie ich sehe, habt ihr meinen Diener vernichtet. Er hätte mir in dem Bevorstehenden als Waffe zur Seite stehen sollen. Ich gebe zu, eine solche Wendung der Ereignisse hatte ich nicht vorhergesehen. Doch den Lauf des Schicksals werdet ihr dadurch auch nicht mehr ändern. Es ist zu spät. Wenn ich durch dieses Tor trete, ist die Konvokation noch nicht geschehen. Ich reise zurück in die Zeit vor dem Krieg, und diesmal werde ich ihn für mich entscheiden. Dieses Buch gibt mir die Macht, die Konvokation zu verstehen. Es wird mir all ihre Geheimnisse enthüllen. Damit gebührt mir der Preis. Mir allein. Lebt wohl, Runenkrieger. Oder besser, sterbt wohl. In wenigen Augenblicken seid ihr nur noch eine blasse Erinnerung an eine Zukunft, die nie existiert hat. Ihr habt mir wahrlich gut gedient. Ja, und damit schließt sich der wahre Kreis. Nämlich das große Schicksal und die letzte Sünde von Roan Tahir, dem Zirkelmagier. Nur um nochmal auf das zurückzukommen, was ich am Anfang von Sharrow angesprochen hatte, mit dem Namen der letzten Quest, nämlich der Kreis schließt sich. Immer wieder wurde das angesprochen im Spiel, dass sich ja der Kreis schließt. Nämlich, dass die durch das Ende der Zirkelmagier, die Runenkriege und der Konvokationskrieg und alles zu Ende gehen. Aber ja, die Runenkriege gehen weiter, nämlich in der Arin- und der Phönix-Kampagne.
Was sich wirklich geschlossen hat, ist der Kreis von Rons Schicksal. Die Szene, nämlich gerade eben, die wir am Schluss gesehen haben, ist genau kurz vor dem Intro. Also wo Rohan in den Turm des Dunklen steigt und ihn konfrontiert. Ja. Und er ist halt für immer in diesem Kreislauf gefangen. Er wird sich selber töten. Er weiß, dass er durch seine eigene Hand sterben wird. Er weiß, was er vorbereitet hat, nämlich, dass er unseren Runenkrieger, unseren Hauptcharakter, befreit hat. Dass der ihm den Phönixstein besorgt. Und er in die Vergangenheit reisen kann. Er weiß auch, dass er Sartarius getötet hat. Den er selber später auserwählt hat, den Orden des Erwachens zu führen. Ja, als ich das erste Mal Spellforce Order of Dawn durchgespielt habe und am Ende angekommen bin, musste ich es mir wirklich zweimal ansehen, weil ich es beim ersten Mal nicht ganz kapiert habe. Und beim zweiten Mal, als ich es dann verstanden habe, dachte ich mir echt, wow. Die Story ist der Hammer gewesen. Ich meine, allein schon das Spielprinzip mit Rollenspiel und Strategiespiel vereint, war schon ein genialer Schachzug, der gut umgesetzt war in Spellforce. Oder umgesetzt ist, besser gesagt. Aber die Story, die ist auch echt von Order of Dawn, ist echt der Hammer. Eine unglaubliche Reise, die wir da durchmachen mussten. Die ich ja mehr oder weniger in 4 Akte unterteilt habe. Jetzt haben wir den letzten Akt abgeschlossen. Und damit das Buch für immer geschlossen. Ja. Ich war echt überwältigt. Gut, als nächstes steht dann die Arin-Kampagne an. Das ist Breath of Winter. Das erste Add-on. Und ja, hier sehen wir schon den Loading-Screen von Shadow of the Phoenix. Böser Spoiler. Was ich euch kurz zeigen möchte, in der Phoenix-Kampagne können wir jetzt einen Charakter importieren. So, wir haben die Möglichkeit, einmal unser Autosave zu importieren, was eine ganze Woche alt ist. Und ja, hier unten sehen wir Brenuel Level 27, Avatar aus der Ruhenkampagne, so heißt die Hauptkampagne jetzt in dem Fall. Hinweis, mit einem Avatar dieser Stufe wird der Beginn der Phönix-Kampagne schwierig. Sie beginnen als Wächter des Phönix, weil wir eben den Phönixstein haben. Was der Charakter aus Breath of Winter ist, wenn wir ihn importieren, das verrate ich mal noch nicht. Und ja, bei unserem Let's Play Ende, wo wir Level 28 erreicht haben, steht, die Stufe dieses Avatars ist für die Phoenix-Kampagne gut geeignet. Mhm. Das heißt, mit dem Safe Game werden wir dann, wenn es dann soweit ist, die Phoenix-Kampagne starten. Wir kriegen genau diesen Charakter mit seiner Ausrüstung, den Bauplänen und den Helden wieder. Inklusive der Ausrüstung der Helden. Aber ja, das wird noch eine Weile hin sein, weil wie gesagt, erst haben wir Breath of Winter vor uns, was wir in der nächsten Folge beginnen werden. Weil ich mache hier jetzt dann einen Cut, die Aufnahmesession ist zu Ende gleich. Und ja, müssen hier auch einen neuen Charakter erstellen, was wir dann auch in der nächsten Folge machen werden. Für diejenigen, die mir bis jetzt hier zugeschaut haben, bedanke ich mich schon mal herzlich, dass ihr mit mir zusammen die Order of Dawn Kampagne erlebt habt. Also ich habe sie jetzt wieder erlebt, nach all der langen Zeit. Hatte noch ziemlich viel in Erinnerung, aber nicht mehr alles. Ja, mal sehen, wie es in der Arin-Kampagne wird.
Hoffentlich ohne diese tollen Bugs, die wir in der Order of Dawn-Kampagne mit den unendlichen Spawnern und den dadurch resultierenden Hängern hatten. Gut. Ich verabschiede mich hier erstmal. Mache einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder bei Breath of Winter. Hi ho und bis gleich.